So, Freunde, was geht ab? Kommen wir zur nächsten Reaction. Und ja, ich meine, man braucht nicht viel drüber zu reden. Die Jindawis, glaube ich, kennt so gut wie jeder. Da ist jetzt auch neulich das zweite Kind auf die Welt gekommen. Auf jeden Fall, Mashallah dazu und Glückwunsch von meiner Seite. Man kann sich am Ende des Tages darüber streiten, ob das so gut ist, schlecht ist, was die machen, was die tun. Am Ende des Tages bin ich der Meinung, erstens muss das jeder für sich selber entscheiden, was jemand macht, was jemand tut, was er von sich präsentiert oder nicht. Was ich an einer Seite aber sagen muss, ist, sie präsentieren sich so, wie es sich eigentlich auch gehört. Ja, die haben jetzt irgendwie für sich jetzt selber einen Weg gefunden und die ziehen den jetzt durch. Es gibt auch keine andere, wie soll ich sagen, eine Referenz dafür, wie man es vielleicht überhaupt nicht macht oder es doch macht. Jeden das Seine, die haben sich für diesen Weg entschieden. Sie versuchen trotzdem gewisse Werte zu vermitteln, die grundsätzlich nicht verkehrt sind. Jeder Mensch macht Fehler, jeder hat so seine eigene Sache, wie er etwas sieht. Aber ich verfolge die jetzt schon seit 3 Jahren, glaube ich, gefühlt. Wir haben Mila aufwachsen sehen, wir haben Imani aufwachsen sehen. Jetzt kommt der Sohn noch dran. Sein fußballerischer Weg ist für mich immer sehr persönlich sehr interessant und das klingt auch immer sehr, sehr nah für mich. Auch als ehemaliger Träumer oder Fußballprofi-Träumer, sagen wir es mal so. Aber grundsätzlich, ja, die machen natürlich auch ihre Fehler, wie gesagt, aber das ist jetzt nicht was man, womit man sie direkt an den Pranger hängen muss. Leben und leben lassen, ist so das, Sprichwort, 2024. Dann lass die Leute auch einfach in Ruhe ihr Ding machen und fertig. Und man muss nicht zu allem Ja und Amen sagen, aber man muss nicht so auch zu allem seinen Senf dazugeben. Sagen wir es mal so ganz einfach. Und in dem Sinne schauen wir mal in das neueste Video rein. Mani gönnt Mila nicht. Schauen wir mal. Der Leute, er ist noch so leicht. Und sein Kopf riecht nach Himmel irgendwie. Das ist Nach Gender sagt man, ja. Mini Nada. Imani hat ein neues Lied. Das ist das schönste Lied, was ich jemals gehört habe. Amerika! Mashallah, ja wirklich. Amerika, ein neuer Vlog beginnt. Imani will etwas. Was willst du, Imani? Was? Groß LOL-Haus? Ja! Wie groß? Eine große, wie Mima hat. Wie Mila hat? Luisa, woher weiß Imani, dass Mila ein LOL-Haus hat? Von YouTube! Sie guckt unsere alten Videos. Schwester ist auch so süß, ja. Und wenn man das so sagt, also man sollte nie irgendwie vor allem von mir irgendwie was Schlimmes denken. Und wenn ich meine süß, dann ist sie süß als Kind einfach fertig. So belasst es dabei und schlachtet nicht immer alles aus. Ich meine, du guckst unsere Videos? Ja. Und da hast du gesehen, dass Mila ein LOL-Haus hat, ja? Ich kaufe dir nur ein LOL-Haus, wenn Mama mir sagt, dass du ein gutes und artiges Mädchen warst. Weil war nicht, als ich das Glas kaputt gemacht. Du hast Glas kaputt gemacht? Oh no! Aber weißt du was? Du warst gerade so ehrlich und hast es zugegeben. Deshalb kaufe ich dir ein LOL-Haus. Gib Checks! Was ist mit ihm jetzt los? Will er auch ein LOL-Haus oder was? Aber Luisa, sollen wir auch ein LOL-Haus für Mila kaufen? Eine gute Idee! Also nicht mehr für Mila kaufen? Nein. Boah, aber das, was Mila hat, ist doch voll alt. Lass ihr eins kaufen, dann hat sie doch ein neues. Wie du. Nein. Dieses freche Zurückblicken, aber. Und die Lampe an. Ja, mach doch an. Und du machst sie wieder aus. Und jetzt? Und jetzt machst du die aus. Okay. Und was war jetzt der Sinn daran? Keine Ahnung. Ich muss wieder verstecken spielen. Willst du verstecken spielen? Ja, ich.
Was du? Ich würde gern. Ach, ach ja, mashallah. Und ich? Auch. Wir spielen Verstecken und beide verstecken sich? Ja. Ey, wer ist gekommen? Mima. Aber warum bist du traurig? Weil Mima. Soll Mila nicht kommen? Nein. Bro, was ist los? Warum nicht? Mima nicht euer Haus. Sie darf sich auch was aussuchen. Immer zusammen. Mama, Mia schon. Ja. So frech, Alter, so frech. Immer zusammen. Mila kann doch nicht einfach mitkommen und nur zugucken, wie du dir etwas kaufst. Außerdem hat Mila das bekommen vor 4 Jahren. Weißt du, wie lange das her ist? Da warst du noch nicht mal geboren. Okay, wir holen Mila was Kleines und dir was Großes, okay? Mika. Okay. Du weißt noch nicht, worum es geht. Sie bekommt heute ein LOL-Haus. Oh, so wie Mima damals. Deine war alt. Hey, was willst du für ein LOL-Haus? Ein großes, wie Mima hat. Auch ein altes? Nein. Was sonst? Ein großes, nicht altes. Neues? Immer. Boah, die werden so schnell erwachsen, in dem Sinne, dass die so dieses S2, 2,5 oder sowas, Wahnsinn. Ich will jetzt auch alles erleben, was Mila mit uns erlebt hat. Mila, was waren die krassesten 3 Momente, die du mit uns erlebt hast? Disneyland? Piklabobo, du! Nintendo Switch? Wo sind wir hingefahren, Mila? Das ist cool. Kommst du ran, oder? Was ist das? Urlaub in Spanien. Hey Mann, so geil. Hey. Wir gehen ohne Mama. Wir gehen nicht ohne Mama. Wir nehmen Mama und Nidal mit. Nein. Doch, doch, wir nehmen die mit. Waren wir eigentlich schon draußen mit Nidal und Mama? Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass wir alle gemeinsam rausgehen. Da ist Mama. Komm, Luisa, komm. Gib mir die Tasche. Daddy, ja, da. Alles okay bei dir? Du, 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 du. Berlin ist absolut nicht meine Stadt, ne? Wirklich. Wir sind auf dem Weg zu Smith Toys. Eins muss ich auch sagen, die Connection so zwischen den YouTubern und so ist schon beneidenswert, so ist es nicht. Aber so die Stadt an sich weiß ich nicht. Komisch. Warum zu Smith Toys? Weil es doch bei Smith Toys ein LOL-Haus gibt. Okay. Imani hat Geld dabei. Wie viel Geld ist das? 50, 16. Genau. Und 8. Wie viel? 18, 14, 18, 20, 0. Das sind 5 Euro. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell. Hey, wa? Angekommen. Bist du bereit? Ja. Was ist los? Gefällt es dir doch nicht so gut? Nein. Willst du was anderes? Was willst du denn? Ein Bubu. Okay, sie will ein Bubu. Aber welcher Bubu? Hier sind die Babys. Ey Luisa, weißt du, was ich krass finde? Was denn? Sie will sich immer neue Babys kaufen, obwohl Coco ein Baby ist. Das heißt, sie sieht Coco nicht als Baby. Wie dann? Sie denkt, Coco ist ihr Bruder. Die haben auch schon so ihre Charaktere. Früher sind wir, in München gibt es halt den Euro-Industriepark. Und da gibt es halt den,
Das Suma, Real und alles kommt dort und neben Real war immer, wenn ich mich nicht täusche, oder ist das Suma? Auf jeden Fall gab es da irgendwo mal Toys R Us, oder gibt es immer noch, und wir sind dann immer so rein. Und daneben war aber so eine Zoohandlung. Dann bin ich immer in die Spielabteilung und da ich so, ja, keine Ahnung, wir kaufen eh nichts. Also nicht, weil wir es nicht haben durften, sondern Eltern waren halt irgendwo einkaufen und wir haben uns halt nur die Zeit vertrieben. Und dann bin ich mehr in der Zoohandlung rumgehangen, anstatt wie im Toys R Us. Das war irgendwie interessanter für mich. Das ist mein Lieblingslied, Bunny Party. Knie. Der Videobeweis hat alles gesehen, Bro. Das war gespielt. Ich brauche einen Arzt. Bitte. Imani, bitte. Ich brauche einen guten Arzt jetzt. Here we go. Dr. Imani, bitte hilf mir. Mein Knie. Guck mal. Alter, wie süß ist das denn bitte? Wir haben ein Problem. Oh. Nein, ich hab's gewusst. Ich glaube schon, dass sie vieles so vorgesagt wird oder so, aber es ist trotzdem süß. So lernt sie ja auch. So ist es nicht. Das, sie hat ja auch seinen Lerneffekt. Wir haben ein Problem. Mein Knie, mein Knie. Imani. Mund auf. Ach. Jetzt kommt der auf. So dieses einfach gefühllos einfach reinstecken. Behaart. Und, habe ich Fieber? Nein. Kein Fieber? Aber was soll ich machen wegen meinem Knie? Verband. Fertig. Du hast mich gerettet. Du hast mich gerettet, Dr. Imani. Mein Knie ist wieder gesund. Weiter geht's. Hey. Imani, wo ist Baba? In Klinik, er kommt gleich. Und ich habe mir gedacht, dass Imani und ich, während Baba nicht da ist, ein Eis essen gehen. Juhu! Und hey, dieses Gesicht nimmt von ihr so. Und frech. Ich, während Baba nicht da ist, ein Eis essen gehen. Juhu! Und Baby Nidal ist natürlich auch dabei. Let's go! Ich würde gerne wissen, wie die mittlerweile auf ihn so reagiert. So, ob es da Eifersuchtsthematiken gibt oder. Weiß ich nicht, wenn die bei Mila schon sowas sagt. Kannst du schon den Fahrstuhl holen? Oh! Das Wetter ist so schön. Das Wetter? Ich meine, ich habe eine Idee. Wollen wir ein Foto machen? Komm rein. Ich setz mich hin und du sitzt auf meinen Schoß, okay? Wir machen das hier jetzt zu. Ups. Komm auf meinen Schoß. Jetzt müssen wir bezahlen. Drück mal den grünen Knopf, Imani. Okay, jetzt mach Pose, Pose, Imani. Oh. Oh, nochmal. Echt gut, wir haben die Fotos nicht gut gemacht, Imani. Gleich kommt unser Foto raus. Wir müssen jetzt hier warten, weil hier kommt gleich unser Foto raus, okay? Oh nein. Imani, man sieht dich auf... Einfach hilft dir nicht da. Foto gar nicht. Sollen wir nochmal machen? Ja. Okay, Versuch Nummer 2. Gleich auf den grünen Knopf drücken und bereit sein, ja? Ja. Ja, nochmal. Lächeln, lächeln, Imani. Jetzt, ja, ich glaube, wir haben ein gutes. Ich glaube, das ist gut geworden. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen die Dalle zerquetscht. Leute, das ist voll schön geworden. Ich glaube, ein Traum jeder Mutter ist es einfach genug Zeit ohne Sorgen in der ganzen Kindheitszeit Kinder zu haben. Alles andere, wirklich Respekt an jeden, der irgendwie zusätzlich arbeiten muss, sonst irgendwas machen muss und währenddessen noch Kinder erziehen muss und sich um alles kümmern muss. Ich ziehe meinen Hut, Respekt an alle Frauen da draußen. Erdbeere. Du kriegst Erdbeere. Ich nehme Stracciatella. Hey. Imani, wer ist? Baba!
Er ist nicht von Nike gesponsert, er ist Nike mittlerweile, habe ich das Gefühl. Irgendwas stimmt mit ihr nicht, was ist los? Ich will ein Sky-Getränk. Ja? Ja. Luisa, ich meine, warte mal kurz, ja? Das ist doch kein echtes Sky-Getränk. Das ist einfach nur ein Erdbeershake von einem arabischen Cocktailladen. Ich weiß, aber sie nennt das Sky-Getränk. Okay, okay, warte hier. Okay, Mann, ich kauf dir ein Sky-Getränk. Wir gehen los, seid ihr alle bereit? Mashallah. Da ist Bibi Nidal. Hier ist Bibi Nidal. Bibi Nidal, bist du bereit? Ay, subhanallah. Also ich muss schon sagen, dass Imani immer mehr der Mama ähnlich sieht, aber da hat der Bre seine Gene durchsetzen können, glaube ich. Gib mal Faust. Sehr gut. Schuhe vergessen. Wo sind deine Schuhe? Nike Air Force, bester Schuh einfach. Dein Ernst? Ja, ja, los. So, er will nicht im Wagen sitzen, ne? Zwei Kinder ist unglaublich hart. Also geh bei euch. so voll erwachsen schon, so, ja. Bei dir? Was, Bruder? Ich habe eine Frage. Wie läuft Schule? Gut. Welche Klasse bist du? 90. 90? Imani, Luisa, Nidal, wartet hier. Ich gehe Sky Shakes besorgen, okay? Wow. Wow. Leute, kennt ihr Sky? Here we go! Dreimal Sky Shake. Das ist so krass. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin auch nicht mehr so oft leider unterwegs in München, aber ich glaube, bei uns gibt es kaum hier was. Hey, wow. Kannst du mir verraten? In Berlin ist gefühlt, das ist halt geil an Berlin. An jeder Ecke ist so neue Welt, neue Kulturen und was auch immer. Irgendwelche Läden, wo es Spaß macht, irgendwas zu holen. Und es geht? Ja. Wohin? Zu Nadals Spiel. Oh, Nada Jindawi. Psst, der schläft. Der Bratan schläft, deswegen müssen wir ein bisschen. Stark Vorlage oder sowas. Wir gehen jetzt nach Hause, weil Baby Nidal weint. Weil er hat jetzt schon ein paar Mal so geweint. Wir haben Angst, dass er richtig weint. Hey. Also geh bei dir. Wo bist du denn? Bist du müde? Nein. Wirklich nicht? Nein. Also willst du mir damit sagen, es kann nicht sein, dass du in den nächsten 10 Minuten einschläfst? Niemals? Okay, werden wir sehen. Ey, stark. Stark. Die ja, Arme, das jetzt gedauert. Nicht mal zwei. Arte. Sie musste arbeiten. Guten. Ich sag doch, ich kenne meine Tochter. Immer wieder schön, auf die zu reagieren, ehrlich. Also, ich weiß es nicht. Natürlich ist es Ansichtssache und sollte man seine Kinder im Internet zeigen, sollte man nicht zeigen, dies, das machen. Schwieriges Thema. Ich würde sagen, es kommt wieder darum an, wie du sie zeigst. Ja, also in, ja, ich will jetzt auch niemanden irgendwelche Geschichten in den Kopf setzen oder irgendwelche Fantasien, aber ja, sei es ihnen trotzdem von Herzen alles gegönnt einfach. Das ist das Wichtigste. Und fußballerische Laufbahn, die habe ich ein bisschen so verfolgt. Geil, emotional, hier und da auch mal ein Tränchen verdrückt so. Weil ich mich oftmals wieder in dem gesehen habe, was der so von sich gegeben hat. Schön, also wirklich, sei denen wirklich alles gegönnt und sollen sich nicht von irgendwas irritieren lassen. Sollen es halt einfach mal andere kommen und besser machen oder anders machen, weiß ich nicht. Ja, die wollen halt einfach Familiencontent machen. Dann kommen halt irgendwelche Sachen so wie, ja, Mila oder Imani entscheidet es ja nicht, ob sie mitmachen kann. Ja, natürlich nicht.
Aber wenn man jetzt auch Kinder in Filmen oder sonst irgendwas, das Kind hat das bestimmt auch nicht entschieden. Ja, und oftmals schaut man auch einen Kinderfilm an oder wenn es darum geht, oh, das Kind ist voll süß und macht lustige Dinge und weiß ich nicht, hat süße Szenen. Da sagt jeder auch, oh, und was auch immer. So, hier, bitteschön. Wird es halt auch präsentiert. Weiß ich nicht, man kann über jede Theorie diskutieren. Am Ende des Tages wünscht man niemandem was Schlechtes. Vor allem nicht ins Extreme. Und ja, jeder wie er will, würde ich sagen. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Liken, kommentieren, teilen, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Peace.